Man kann gar nicht darüber streiten, ob und wie weit das Jude-Sein in Deutschland mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden ist. Es ist so, aber eben nicht nur für Juden. Auch Frauen und Schwule müssen sich aufgrund geänderter gesellschaftlicher Umstände damit abfinden, dass Vorsicht besser als Nachsicht ist, obwohl alle Statistiken angeblich dafür sprechen, dass das Risiko beim Fensterputzen ums Leben zu kommen höher ist als das, bei einem Disco-Besuch Opfer einer Gruppenvergewaltigung zu werden. Seit wir wissen, dass wir die Bedingungen unseres Zusammenlebens täglich neu aushandeln müssen, sind Risiken und Nebenwirkungen zu einem zentralen Thema unserer Routine geworden. An welchen Tagen sollte man einen Bogen um den Kotti machen? Wie reagiert man auf Annäherungsversuche der Flaneure im Görlitzer Park? Und wie geht man mit Antänzern, die in Friedrichshain arbeiten, aus dem Weg, ohne in den Verdacht der Fremdenfeindlichkeit zu geraten? Das sind die wirklich wichtigen Fragen der Gegenwart und nicht die, wer zum Präsidenten oder zur Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt wird. Wenn schon Weihnachtsmärkte zu Hochsicherheitstrakten ausgebaut werden, dann reicht es nicht einander, wir lassen uns nicht einschüchtern zuzurufen und immer eine Kippa in der Tasche zu haben für den Fall, dass man die Grenzen der Willkommenskultur in Kreuzberg oder Neukölln austesten möchte. Das ist ein kurzer Auszug aus meinem neuen Buch, Wer, wenn nicht ich, erscheint am 8. November und Sie bekommen es bei Achgut oder in allen guten Buchhandlungen. Und wenn Sie meinen Rat hören wollen, legen Sie sich eine taktische Weihnachtsgeschenkreserve zu und kaufen Sie gleich ein Dutzend.